Servus zusammen. Hallo an alle. Könnte ein bisschen dunkel sein. Und ich muss eine Brille aufziehen. Schon mal nicht gut. Was habe ich für euch? Was Lustiges? Sega Mega Drive 2 built in. 368 in 1. Jawohl, ja, da geht was. So, das ist ein Klon. Frag mich nicht, woher. Habe ich mal gekauft. War auch nicht teuer, bin ich ganz ehrlich. Oh, muss improvisieren. So, was haben wir theoretisch drauf? Built-in. Nein, ich spoiler jetzt nicht. So. Ich hoffe, man kann es erkennen. Sonic, World Cup Soccer, Blockout, Ping Pong, Monster Racing, weiß der Geier was alles, Barbie Sonic, Loops, Cool Ball, Monster Soccer, Blockout, Pop-Up, alles Sachen, die wollen wir gar nichts sagen. Gehen wir nochmal zurück, was haben wir da noch auf der Kiste? So, hier auf der Seite. Warzone, Contra Adventure, Street Fighter Zero 3, Mortal Kombat 4. Seht es? Jawohl, ja, da geht was. Wir probieren's. Was ist oben? Ja, unten eher. Also Konsole, Sega Mega Drive. Das ist oben schon geöffnet. Was haben wir auf der Seite? Wird nicht funktionieren. Das gleiche. So, wir gehen auf die Rückseite. So, da haben wir schon ein bisschen was. Ich schau gerade, ob da Deutsch ist sogar dabei. Man will es gar nicht glauben. Ups. Ich glaube, ihr seht es. Also, verschiedene Sprachen. Mega Drive 2. Ich denke mir, wenn man das damals nicht wusste. Ja. Könnten wir schon verwechseln mit Mega Drive 2. Also. Okay, machen wir weiter. So, also was steht hier? Mega Drive 2, die State-of-the-Art Videospielkonsole. Jawohl, ja. Spezial entwickelt für High-Tech-Videospiel-Action. Superschnelle Sega-Spezialprozessoren. Also ich habe das Gerät schon mal offen gehabt. Liefern das ultimative Erlebnis in Sachen Grafik, Sound und ultraschnelle Spielbarkeit. Über 200 Spiele aus allen Genres lassen keine Wünsche offen. Ich habe was von 370 gelesen, knapp. Dann kinderleicht zu erweitern durch Mega City 2. Das ist noch lustig. Ja, das können wir gleich klären. Mit CD-Spielen. Mega Drive 2 war jetzt Multimedia. Bla 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 bla. Okay, also. Jawohl, ja. Ach, zieh zum Glück die Brille weg. So, wir sind im Bilde. Wir öffnen das Ganze jetzt. Oh, jetzt komme ich nicht mehr hin. Okay, das ist übel. Das ist wirklich übel. So, eigentlich so in dieser Verpackung da drin haben wir hier den Mega Drive. Klon, wohlgemerkt. Klon. Ich krieg gerade Platzprobleme. Das heißt, wir holen jetzt hier. Nein, wir holen nicht alles raus. Wir sind so unverschämt und drehen die Kiste jetzt. Weil ich brauche ein bisschen Kontrast zur schwarzen Konsole. So, okay. Also, machen wir das jetzt hier so. Jawohl, ja. Damit kann man was anfangen. Also wir fangen mit dem Netzteil an, mit diesem
echt interessanten Netzteilen. Sega Mega Drive 2. Made in Japan. Das würde mich jetzt noch interessieren, ob das Teil wirklich aus Japan kommt. 1,2 Ampere, oh, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ich habe irgendwo mal, nein, ich verlinke es nicht, schaut's bitte. Mega Drive umgebaut auf NTSC. Und das geht bei dem, glaube ich, sogar auch. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, habe es aber nicht gemacht. Und ich glaube, wahrscheinlich bleibt der Klon. So, okay. Dieser Stecker ist schon mal sehr merkwürdig, weil den kriegt man in deutsche Steckdosen nicht rein. So, was habe ich da als Adapter? Das Teil, wo genauso wenig zulässig ist. Zero Brain freut sich immer, wenn er sowas sieht. So, aber anders geht's halt nicht. Also das hier rein. So, das ist meine Stromversorgung. Kabel ist... Ja, das geht sogar. Kabel ist relativ lang. So, dann haben wir noch ein paar Tütchen. Der Fernsehanschluss. Da gibt es zwei. Und ich will auch... Ah, okay. Dann brauche ich den... Ah, sehr gut. Ich muss meinen 32X nicht runterholen. So, dann haben wir einen Fernsehanschluss. Was sehr interessant ist mit diesen... Ich sehe es jetzt nicht. 5-polig oder so. 5-poligen Anschluss. Ich hoffe, ihr seid alle noch im Bild und im Fokus. Ich gehe mal davon aus. Ich könnte Licht machen, aber das stört wahrscheinlich. Ich kann es probieren. Das ist meines Erachtens hell genug. So, das ist PAL. B für... Ich weiß es nicht. D, I, M... Was steht da noch drauf? Mega Drive und Mega Drive 2 are registered trademarks of Sega Enterprise, made in Japan. So, okay, das ist mal einmal. Dann haben wir diesen 5-poligen wieder. Nein, hier ist es nur 3-4-polig. Hier ist es auch nur 4-polig. Okay, sieh mal, was eine Brille bewirken. Die Kabel kennt man, gelb ist meistens Video, weiß ist Audio. So, dann sind hier natürlich Fremdhersteller-Pads dabei. Ich habe das sogar so gelassen. Ja, ich weiß es jetzt nicht, bin ich ganz ehrlich, um was die Mode-Taste da bewirkt hat, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht um das Menü hier drin aufzurufen mit den Spielen oder so. Das wäre möglich. Wir checken es ja durch. Original fühlt sich natürlich besser an. Auf den ersten Blick. Aber ich müsste es direkt vergleichen. So, also zwei Pads sind dabei, Strom ist dabei. Jetzt kommen wir zur Kontrolle an sich selbst. Natürlich ein Ausschalter. Reset natürlich, dann ist die Klappe, die ist so wein dunkelrot, die, so erkennt man an Klon zumindest. Ja, ich schaue jetzt noch kurz nach, was hier. Okay. Ich hoffe, es ist noch dabei. So, was haben wir jetzt da noch? Da ist sogar ein Manual dabei, was man ja nicht verglauben mag. Mit den Anschlüssen natürlich, mit dem Mode-Button. Ja, ich glaube, ihr seid scharf, oder? So, was gibt's da noch? Stromanschluss natürlich. Videoanschluss natürlich. Dann gibt es sogar noch ein anderes Kabel, das haben wir nicht. Und da auch. So, da steht jetzt nichts von Mega CD anschließen. Ja, nur so nebenbei. So, jetzt haben wir hier die Konsole, wie ich schon gesagt habe, das ist anders. Jetzt drehen wir sie um. Und zwar ist es so, erstens mal was Lustiges, wir haben hier sogar ein Registrierungszeichen oder so. Ja, mit Seriennummer. Sehr interessant. Haben sich halt Mühe gegeben. So, jetzt, ich weiß, dass man es Mega CD nicht anschließen kann. Warum kann man es nicht anschließen? Zwar ist hier der
eine Klappe, wenn man aber die entfernt, ist dann nichts. Ja, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. So, also da ist nichts mit Mega-CD anschließen. Das könnt ihr vergessen bei diesem Klon. Kann sein, dass es andere gibt, wo es funktioniert. Jener hier nicht. Ja, so. Also da haben wir schon das erste Problem und deswegen brauche ich da auch gar nicht großartig aufbauen. So, funktioniert C32. So viel ich weiß, ging es nicht. Ich habe es ausprobiert. Es ging nicht. Und deswegen probiere ich es nicht nochmal aus. Ja, also das könnt ihr auch vergessen. Das heißt, was wir jetzt dann demnächst ausprobieren werden, ist jetzt noch im Bilde, ah, fast. So, was wir ausprobieren werden, sind natürlich Mega Drive Spiele, ist klar. Der Master System Adapter ist für das Mega Drive 1, der geht glaube ich hier nicht, sonst hätte ich den auch ausprobiert. Und wir werden das Gerät am Ende öffnen. Und Vergleich, ich habe einen umgelötet, da könnt ihr dann nachschauen. Schreibe ich drunter, das mit diesem Verlinken ist immer so eine Sache. Ich weiß nur, wie man es am Ende verlinkt. Deswegen setze ich es drunter, diesen Mega Drive 2 NTSC Umbau. So, also das war's. Das ist die Konsole, die Joypads. Halt, die Anschlüsse, genau. Entschuldigung. Wir haben hier natürlich zwei Anschlüsse für Joypads. Und wir haben natürlich hier was sehr Interessantes. Genau, haben wir ja auch noch gehabt, haben aber glaube ich nichts bewegt. Jetzt mache ich dann doch mal kurz das Licht an. Tut mir leid, sonst sehe ich nämlich gar nichts. So. Okay, wir haben hier OJNP. So, ich glaube irgendwie kann es was mit einer Region sein oder mit dem Signal, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir werden es rausfinden. So, die Füße sind nicht gerade geklebt. Das ist auch unter aller Sau. Sieht man die Platine durch. Das glaube ich nicht im Sinne des Erfinders. Rote Klappe nochmal. Und wie gesagt, die Menschen beleuchtet haben. Nada. Niente. Also nix. Mega CD. Ja. So. Gut, das war's. Jetzt geht's nach drüben und dann schauen wir, was auf der Kiste ist und probieren natürlich auch Mega Drive Module aus. So, bis gleich. Und am Ende, Entschuldigung, am Ende machen wir sie auseinander, die Konsole, und schauen rein. So, okay. So, servus. Ich bin zurück aufgebaut. Ich habe versucht, das RGB-Kabel anzuschließen. Der Ton ist kratzig, ihr werdet es sehen. Mehr konnte ich jetzt. Ich könnte es lauter machen, aber der Ton ist echt mies, muss man sagen. So, oh, ich muss umschalten. Tut mir leid. So. Wir sind jetzt theoretisch in diesem Menü dieser Konsole, dieses Klons. So, jetzt sollte man schon wissen, dass es nicht Sega-like ist. Es kommen zwar später so Konsolen raus, das ist schon richtig. Aber da, die waren lizenziert, die waren von Sega, da waren auch unterschiedliche Spiele drauf. Und nicht alles gleich. Also man merkt dann schon nach einer Zeit, hier stimmt eh irgendwas nicht. Ja. Ob alle Spiele gehen, weiß ich gar nicht. Aber natürlich habe ich immer gedacht, wo ist jetzt der Street Fighter? Wo ist jetzt Mortal Kombat? Ich meine, das wird ja auf der Verpackung, wird es ja gezeigt. Happy Sonic, Monster Soccer, nochmal Happy Sonic. Also man kennt es ja von Klonmaschinen, dass sich da alles widerspiegelt. LA Ping, Blast, Omega Rays. Ah doch, ich hab's hier. MD Sonic Boy, heißt wahrscheinlich Mega Drive Sonic Boy. Naja, aber es ist alles das gleiche. Von hinten bis von vorne. Mario Ping Pong.
Lustig, da freut sich Nintendo. New Blockout, Drag Zone, also Drag Zone, glaube ich, gab es wirklich. Wieder der Sonic Boy Block MD. So, wir sind zurück. Jawohl, ich glaube, ich habe Sega nur einmal gesehen. World Cup Soccer Block, Ping Pong, Omega Race, Monster Sonic. Okay, wir schauen einmal. So, auf der Start bestätigt man. Gut. So, es ist auch nur über weiß, linker Ton und gelb Bild angesteckt. Dann haben wir, glaube ich, wir schauen mal nach. Ich gehe aus von 50 Hertz PAL. Jawohl. Nein, macht keinen Unterschied. Ob ich aufzeichne 50 oder 60 Hertz. Das macht keinen Unterschied. So, Start natürlich. Das Joypack habe ich euch gezeigt. Die typische PAL-Version ist halt ein bisschen langsamer. Lässt sich aber ganz normal spielen. Das Joypad ist gar nicht mal so übel, muss ich sagen. Auf 60 Hertz, ich glaube, ich schraube es ja noch auf, die Konsole mit euch. Ich glaube, man könnte sie umbauen auf 60 Hertz, aber das muss ich mal schauen. Die Frage ist, ob ich es will überhaupt. Das funktioniert weder mit Mega CD noch mit CD2 mit Sega. Mega Drive 32, hey im Himmel, X, schießt mich dran. Also funktioniert es ja nicht und dann bringt es ja wenig. Ja. So, also es ist einfach nur so als Spaß. Ich glaube, es gehen auch nicht alle Cartridges, deswegen da probieren wir ein paar spezielle aus. Ich habe auch ein paar spezielle. Die gehen glaube ich nicht, aber das probieren wir aus. So, also Sonic, ihr seht's. Sonic funktioniert gut, ohne Probleme. Go! Ja, fast schon 3D. Mein RGB-Kabel vom 32X hat leider nicht funktioniert. Weiß ich nicht warum jetzt. Speichern konnte man damals noch nicht. Also wenn es, also ich weiß jetzt nicht, ob Mega Drive hat bestimmt, glaube ich, ein Modul überhaupt gespeichert hat, aber das war nicht Sonic. Ja, brennt mein Junge. Nein, gut, dann springen wir drauf, wenn noch keine. Nein, können wir auch nicht. Alter Verwalter. Hat doch auch noch irgendwie Gas geben können. Nein. Oh, jetzt hänge ich voll hier fest. Dackel mal hoch. Also da kann man doch normal, das kann man, wenn man schnell genug war, ist man da auch hochkommen. Ich will jetzt hier nicht aufgeben. Das verkacke erstmal nicht oft. Hopp. So. Nein! Wenn
man da nicht die nötige Geschwindigkeit hat, dann kommt man nicht hoch. Aber es gab ja auch mehrere Wege, aber ich bin ja auch nicht der Sonic-Experte. Es ist und bleibt lustig, ein cooles Spiel, wenn man nicht stirbt. So, okay, wir schauen jetzt mal weiter, was da noch drauf ist. Gehen wir gleich zum World Cup Soccer. Muss man aufstellen oder was? Okay. Egal. So, Kickoff. Das erinnert uns an Sensible Soccer. Gib die Kugel her. Nein. Oh, Todesgrätsche. Da liegt er. Ich weiß noch nicht, was passend ist. Fallrückzieher ohne Fall. Ah, das ist hoher und das ist tiefer. Also C ist kurzer Pass zum Gegner. B ist hoher Pass. A ist schießen. So, aber auch genauso spielbar. Ich gehe jetzt davon. Oh, hit die Bolle her. Da gab es noch keine roten Karten. Da gab es, wer den Ball hat, der darf alles tun. Oh. Die Todesgrätsche. So, jetzt Flanke und hau rein die Kugel. Komm. Oh. Abholt er nochmal. Grätschen nochmal zu Tode. Und verrückt hier. Oh, jawohl. So muss es sein, Frankreich. So, okay, funktioniert natürlich. Lockout. Wir schauen jetzt in die ersten 10 kurz rein. Aber da wird sich auch EA freuen. Mittlerweile war auch eBay nicht mehr so. Das ist, was es früher war. Aha, okay, das ist, man sieht es, Tetris in Vektor 3D-Grafik. Wie kann man fallen lassen? Aha. Gar nicht fallen lassen, das fällt automatisch. Okay, so viel dazu. Schauen wir uns das Omega Race ran. Okay. Das Asteroid. Stirb. So, auch, also die Spiele gehen, man sieht's. Jetzt haben wir einen coolen Hänger drin, warum auch immer. Was ist Monster Sonic? Aha, Monster Sonic ist Sonic. Höchstens, es wurde jetzt irgendwie... Nein, wurde nichts geändert. So, also da fängt es schon an mit den Doppelten, man kennt es ja auch. Wahrscheinlich ist Pocket Soccer World Cup Soccer. Ja, habe ich mir gedacht. Also. Block wird genauso Tetris sein. Jawohl, ja. Ping-Pong Ball. Super Ping-Pong. Okay, da haben wir ein Spiel gefunden, wo.
Naja, kein gespiegeltes ist. Wie geht's weiter? Monster Stone. Das schaut nicht gut aus. Omega Ray. So, also das Übliche, ja. Toy Sonic wird wieder Sonic sein. Also hat man im Endeffekt hat man zwei, drei Spiele drauf. Und der Rest ist auf dieser Mogelpackung gemogelt. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Mario Ping Pong ist. Wir wissen, was Mario Ping Pong ist, oder? Jawohl. Also, das ist schon mal die erste Riesenverarsche gewesen. So, es ist halt nur 2, 3, 4, 5 Spiele drauf. Und nicht das, was auf der Verpackung stand. Nein, da ist nichts mehr Interessantes. So, jetzt machen wir es aus. Jetzt probieren wir zuerst mal, was gehen sollte. Probieren wir jetzt mal. Wir machen jetzt ein Mega Drive-Modul. So, da kommen wir, funktioniert. Ach, das ist der dritte Teil. Wusste ich gar nicht. So, jawohl, der arme Doktor, wie heißt er? Aha. Oha. Naja, das ist natürlich alles gewöhnungsbedürftig. Die arme Clara. So, okay, also das geht schon mal. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Jetzt machen wir diese Mega Games Multicartridge rein. Ja, da sind ja drei Spiele drauf. Ob das auch funktioniert hat. Oh, das wundert mich jetzt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. So, probieren wir natürlich aus, ob alles funktioniert. So, Ton ist ein bisschen leise, weil ich mit Absicht leise. A müsste ich es ganz hoch drehen und B ist der so kratzig und grausam. Ich will euch dann nur verschonen. So cool, also das geht natürlich, das Spiel. Das freut mich, wundert mich sogar wegen einem Multicartridge, aber okay. So, okay, dann probieren wir noch Columns da auf der Cartridge aus. So, funktioniert auch. Muss dann man irgendwie so drei in die Reihe legen. Oder halt mehr. So, okay, also geht auch. Interessant. Jetzt machen wir es aber dem Klon schwieriger. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, hat er nicht das VR Virtual Racing? Hatte das nicht auch irgendwie ein Chip inside oder so? Sega Virtual Prozessor, genau. Ich glaube, da war ja was. So, jetzt große Spannung. Was tut sich bei Virtual Racing? Oh.
da tut sich jetzt nichts. So, also das ist halt das Problem bei den Clones gewesen. Ich werde ihn ja noch öffnen gleich. Oh, 13 Euro habe ich gezahlt oder 13 D-Mark. Also, Vector Racing geht nicht. Eben weil, glaube ich, da eben ein komischer Prozessor wie bei diesem Super Nintendo Spiel mit drin war. Was das auch immer war, weiß ich nicht. So, jetzt probieren wir noch zum Abschluss ein ganz normales Spiel. Weil ich das jetzt noch da habe und weil ich nicht mit dunklem Bildschirmrand enden wollte. So, also das funktioniert wieder. Wonderboy in Monster World. So, also Klon. Was kann man zum Klon sagen? Es ist ganz lustig. Die unterscheiden sich aber, glaube ich. Es gibt auch welche, die haben andere Spiele drauf und die sind halt dann drauf. Nicht so wie jetzt den, wo ich hier ergattert habe. Der hat mir ja auch nicht so viel gekostet. Ich glaube, ich habe da 20 Euro bezahlt für den. Oder 30. Aber dafür sind es zwei Pads, die kann man benutzen. Die sind sogar noch fast wie neu. Man kann ihn wahrscheinlich, vermutlich ist er Region Free, aber die Probleme sind kein 32X, kein Mega CD. Also als reines Oldschool Mega Drive Cartridge System, ja. Aber der Ton ist halt kacke. Und als Erweiterung unmöglich, weil es ja eh nicht geht. So, das war's. Jetzt geht's wieder nach drüben und dann schauen wir die Kiste auf und wir werden überrascht sein, was drin ist. Und dann war's das. So, bis gleich. So, wir sind zurück. Was ich noch gefunden habe in der Verpackung. Das CEE Sega Offiziell Siegel, ja, das heißt, das kann kein Klon sein. Wenn da ein Siegel dabei ist, kann es kein Klon sein. So, also, ich habe den schon mal aufgeschraubt. Ich habe ihn jetzt noch nicht offen gehabt. Aber ich habe ihn schon mal offen. So. Das Wunder des Sega Mega Drive Klons. Schauen wir mal, was wir hier sehen. Wir kommen mal ein bisschen näher, wenn es geht. Und wir schauen mal. Wir machen mal Licht, vielleicht hilft es. So. Ja, ich mach's aus. Ja, wir sind hier übrigens nicht in Ankara. Auch wenn man das vielleicht vermuten möge. Ich hoffe, das ist einigermaßen sichtbar. So, was haben wir jetzt hier? Halt. Wo ist meine Brille? Genau, jetzt brauche ich sie, weil da sind komische Sachen drauf. Sonst erkenne ich nichts. So, hier haben wir einen aus. Den Reset-Button, den Port, der ist mit so einem Flachbandkabel angeschlossen. AT-T6005. Weiß der liebe Herrgott, was das ist. Die Platine ist befestigt nur an diesen zwei Schrauben hier vom Cartridge-Slot. So, dann, ich weiß nicht, was das ist. Lol. Aber wir haben hier eine Nummer drauf. Seid ihr noch dabei? Seid ihr noch dabei? Wie schaut das bei euch aus? Ist das sichtbar? So einigermaßen, hoffe ich. Kann nochmal näher gehen. So, ich hoffe, dass es einigermaßen scharf ist. Ich glaube ja. So, also so schaut das Board aus. Ich lasse es jetzt mal so, weil ich will da vielleicht nochmal schauen, was das für ein Chip ist und ein bisschen nachforschen. Interessiert mich jetzt dann doch irgendwo. Irgendwo habe ich gesehen, ist auf diesem Board hier, ich müsste aber nochmal suchen, die Möglichkeit zwischen 50 und 60 Hertz, glaube ich, zu schalten. Das heißt, man könnte, glaube ich, einen Schalter einbauen. Irgendwo war es.
Nein, ich weiß es nicht mehr. So, okay. Also, das ist also theoretisch das Board des Klon, geht dann mit Flachbandkabel zum Stromanschluss und zum CV-Out. Die haben nichts bewirkt, die Schalter. Ich keine Ahnung, was die sein sollen. So, und hier seht ihr, was ja eindeutig ist. Wir gehen nochmal zurück. Wäre jetzt lustig, wenn das ein richtiger Mega Drive Chip wäre. Also. So, also hier wäre die Verbindung zum Mega CD. Aber wenn nichts rüber geht, kann auch nichts rüber gehen. So, also, das ist die Kiste. Und das war's. Und jetzt wisst ihr ein bisschen Bescheid. Und wir hören und sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Servus.